Freunde. Ich bin allein unterwegs. Hier zu Hause. Ins Heimerberg. Und schauen wir mal das Zwergenloch an. Dort gibt es eine lustige Geschichte. Auf die werde ich eventuell verlinken. Denn zum Erzählen wäre das zu lange. Weiters haben wir heute Morgen am Spitzerberg wieder mal eine Flugshow, wo auch unser Red Bull Pilot Hannes Ach kommt. Vielleicht sehen wir ein bisschen was. Ich hoffe. Ich schwenke mal rüber auf den Flughafen. Und ja, sollte was Besonderes sein, versuche ich es einzufangen. Ja, Freunde, wie immer. Ich hoffe, ihr begleitet mich. Ja. Um mich schwirren tausende dieser Hochwassergilsen. Die sind natürlich ausgehungert. Ich glaube, bei 1000 habe ich noch untertrieben. Ich habe mich zwar eingespritzt, aber so ausgehungert wie die sind, ist es denen egal. Ja, ich bin selbst etwas außer Atem, obwohl es hier flach ist. Aber die Hitze trägt ihren Beitrag bei. Da kann ich nichts machen. Okay, weiter. So, ja, und ab hier wird's lustig. Hört mal, wie die surren hier. Und hier geht's auf. Ich denke, ich höre fast nicht schwitzen. Zum Glück weiß meine Frau, wo ich bin. Die kann dann meine blutleere Hülle einsammeln kommen. Und Jungs, und das mache ich nur für euch. Auf zum Zwergenloch. Attacke! Ja, Hannes Ach in Action! Der Red Bull Pilot, der österreichische Kunstflieger.
Ja, das ist er. Österreichische Staatsmeister im Kunstflug. Hannes. So Jungs, wir sind mal angekommen. Da will ich rein. Ja. Es ist heiß. Okay, ich schaue mich hier noch ein bisschen um, dann gehen wir in die Höhle. Okay, bis gleich. Hier funkelt. Wahnsinn. Hier geht es noch mal runter. Aber ohne Kletterausrüstung ist hier nichts drinnen. Ich werde mal ein Stück versuchen, aber es ist verdammt glitschig. Keine Chance. Ohne Seil keine Chance. Das lasse ich lieber bleiben. Ich bin auch allein hier und somit Wahnsinn. Das wäre was für Saki. Blick zum Ausgang. Sie glitzert. Wie bei Gold. Wahnsinn. Super. Wie ein Phosphor-Labyrinth. Wow! Ja, hier geht's wieder runter. Es ist angenehm kühl, keine Fledermäuse, die ich störe. Zum Glück. So, und nun schön langsam wieder nach draußen. Ich habe mir einen Kaffee verdient. Hier nochmal zum Abschluss diese Bilder. Ein Traum. Thank you.
So, wir werden uns jetzt in der Höhle erinnern. Die ist jetzt aber eher am Rand. Noch ein Käffchen genehmigen. Heute wieder mal mit Spiritusbrenner. Jawohl. Da brutzelt er schon vor sich hin. Ja, mein Kaffee ist fertig. Herrlich. Was soll man mehr sagen? Eine tolle Umgebung. Wie ihr selber sehen könnt. Ich sitze hier am Rande. Ich freue mich des Wetters. Hier ist es angenehm, keine Gänse, nichts.